eine Stunde in den Bad geben, das auch sich noch. Das auch sich noch schön an. Und dadurch wird er noch geschmeidiger und noch besser zum Ziehen. Das ist einfach ein ganz, ganz toller Trick, ja? Ohne mal raus, das können wir noch ein bisschen essen. Wenn es mal. Und das Tolle ist, dass es schön ihre Hände mitlegt, ohne dass sie es merken, da brauchen sie keine tollen Handcreme mehr drauf. Wir packen es auf der Kamera schon und schön, dass ihr die Hände habt. As you see, all is very good for your hands, for your skin, so you don't buy any expensive hamburgers anymore. Just make some apple strudels and you will have coffee. Give enough launch and place it in the center of the cloth. Geben Sie genug Mehl drauf, in der Mitte jetzt genau. Das ist auch auf jeden Fall, wenn man 38 Stunden am Tag und darf man. Schauen wir mal ein bisschen. Trisha has made her gin. Matt won't eat it because it's really soft. Also teste ich meine Rumpfkompetenz. Dann genug. Mehl auf die Handbrötchen gehen, ganz wichtig, damit es ein bisschen gehen bleibt. Give it up, down, back of the hands, make this. And then, now with this pre-pelled heel here, start to stretch. And as you see, what do you think of this strudel? Oh, it's kind of like a big one. It tastes pretty good. Yeah. Wow. Okay. Oh my God. Oh, wow. Oh, wow. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich selber nicht verloren gehe im Teig. Und ich glaube, wenn ich es jetzt noch länger mache, dann kann ich es überall alle zu decken. Und ich denke, wenn ich es heute noch mal, wir können den Big Strudel, it's like a blanket. It's amazing. And now we make the test. It's thin enough or not. We can read through it. Und das Tolle ist, dass im Teig selbst